Hey ho und so, sowieso. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid auch schön bereit für eine neue Folge. Wir spielen Minenarbeit. Nein, wir spielen Minecraft natürlich. Aber es hat sich so schön gereimt, ne? Also, wir spielen Minecraft, Folge so und so. Und ich bin hier immer noch, ja, in der zukünftigen Tempelstadt Wilka sonst was. Und ja, wollte eigentlich ja zurückgehen, aber ich bin hier sogar so schön am Bauen. Mein Inventar ist auch proppenvoll. Ich muss hier mal einfach mal ein bisschen noch so Material verschleudern. Ich weiß, Steine abzubauen ist dafür dann der falsche Weg, weil man da ja eher noch Material ansammelt. Klang. Was möchte ich denn hier eigentlich auch tun? Ich muss unbedingt ein paar Kisten bauen. Ich stelle jetzt erstmal meine Werkbank hier ab. Da in der Ecke da am besten. So, genau. Und dann werde ich ein bisschen... Kann man das kombinieren? Ich hoffe, man kann diese beiden verschiedenen Hölzer kombinieren. Und dann, ja, geht. Wunderschön. Stelle ich hier mal eine Kiste hin. Ich muss dringend mal, ne? So, ein wenig... Ja, das kann ich auch hier lassen. So... Ohne Ende Material. Das Glas brauche ich jetzt irgendwie auch überhaupt nicht, habe ich festgestellt. Das können wir auch nochmal zusammenpacken. Und das lasse ich mal jetzt alles noch da bei mir. Lalala. Jetzt kann ich auch wieder... Ach so. Eine habe ich noch. Komm, dann mache ich das mal eben. Hab jetzt auch mal außen so ein bisschen von diesem Steinziegel hier so eingebaut, um auch mal zu sehen, wie das so aussieht. Ich denke, das sieht recht zivilisiert aus, ne? Also kann man sich schon vorstellen, wenn man das jetzt hier öfters, vielleicht nicht durchgehend, aber schön so noch als Variation, als Variante. Diese Höhle, wo ich das Nethergate reinbauen möchte, das habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Keine Ahnung. Aber das Gras wächst. Also jetzt regnet es draußen. Ich laufe mal jetzt einfach nicht zurück zu dieser Mine auf halber Strecke zur Bondarosa, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Ich baue jetzt hier einfach noch ein bisschen. Ich brauche noch mehr von dem Tropenholz. Das man kaum erkennen kann eigentlich als Tropenholz, ne? Also ich... Da wünsche ich mir schon mein Texture-Pack zurück. Auch so ganz gut, aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Licht und auch diese Ecke da, die sollten wir doch schon ein wenig mit Steinziegel auskleiden. Ja, ich denke, das ist schön. So, Licht. Klack. Oh, erscheint ab und zu mal schon so ein Mistviech, ne? Kann man nichts machen. So, was ist los, ne? Treppe habe ich mal ein bisschen weiter gebaut. Jetzt mal in der ganzen Breite mit Schönstein, Halbstein. Und ich habe noch diesen Probeversuch, den wir in der letzten Folge gemacht haben, aus Koppelstein, den habe ich einfach mal gelassen. Ich finde das ziemlich cool. Der ist natürlich jetzt hier falsch. Das soll nur dieser eine Streifen sein. Na, das ist eine kleine Nickeligkeit. So. Ja, das Holz nehme ich jetzt mal. Jetzt muss ich nur gucken, bis wohin ich denn das Holz... Können wir das eigentlich auch schon machen? Ja klar, ich habe ja jetzt eine Werkbank hier. Nehmen wir normales Holz. Man könnte auch Eichenholz nehmen. Aber das Schöne daran ist ja, dass ich das jederzeit austauschen kann. Also Halbsteine und überhaupt so auch hier diese Steinziegel, Koppelstein auch. Das geht hier alles nicht kaputt. Das Einzige, was kaputt geht, ist der Schönstein. Also wenn man den jetzt hier irgendwo verarbeiten würde, dann wäre es ärgerlich, wenn man den hinterher wieder abreißen müsste. Den müsste man ja neu braten. Das ist ziemliche Materialverschwendung, ne? Und bei allen anderen Steinarten und auch Holzarten ist das ja alles nicht so schlimm. Die kann man jederzeit wieder austauschen.
Ja. Ich bin ja hier noch auf diesem Snapshot. Also, was mache ich denn überhaupt? So. Weil Minecraft 1.3 im Moment immer noch nicht draußen ist. Und das bin ich jetzt auch überrascht von, dass es so lange dauert. Also habe ich jetzt auch gedacht, das ist jetzt schon mal längst fertig. Ja, gut, wenn City ja dann wenigstens funktioniert, dann ist ja schön. Wobei, ja. Das man jetzt ja neuerdings habe ich gemerkt, ich teste natürlich die neuesten Snapshots auch immer mal an. Aber nur immer so, mal um zu gucken, ne? Aber da habe ich jetzt auch gemerkt, dass im normalen Singleplayer jetzt auch solche Chunklöcher auftauchen, die man normalerweise ja nur von Servern kennt. Ne? Also, weil die Technologie jetzt Singleplayer, Server, bla bla bla, das wird zusammengelegt irgendwie. Ja, aber es hat wohl irgendwie auch schon Auswirkungen. Habe ich jedenfalls in einem Snapshot gesehen und naja, kann ja auch sein, dass sie es alles noch beheben. Na, so viel Zeit muss jetzt sein, dass ich mir auch noch eine billige Axt herstelle. Was ist das denn? Ach so, das ist Grind. Ja, das sind die Effekte jetzt, wenn man die ganze Zeit auf seinem eigenen Texture Pack spielt und dann doch mal wieder wechselt, kommt man noch ein bisschen durcheinander mit dem Look der verschiedenen Gegenstände und Items und überhaupt. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem eigenen Texture Pack zum Beispiel nie die Werkzeuge, also diese Items und Symbole so verändere. Also hier sowas wie Hacke und so, das sieht bei mir immer original aus, weil da käme ich überhaupt nicht mit klar. Ne, da würde ich nur noch kreuz und quer noch schlimmer als normal rumklicken. Also das hätte keinen Sinn. Ach so. Ja, das wird ja jetzt demnächst auch alles ein bisschen verbessert noch mit diesem. Aber gut, da kann ich mich jetzt, brauche ich mich das nicht so auslassen. Wir nehmen das halt immer so, wie es gerade da ist, das Minecraft und fertig. Fertig, Bums aus. Ne? Und deswegen werde ich auch diese Snapshots nicht mehr, nur noch für mich allen antesten, aber nicht mehr hier so filmen. Deswegen also nicht wundern für die Leute unter euch, die jetzt nicht jeden Tag auf irgendwelchen Minecraft-Seiten unterwegs sind und sich einfach nicht so super auskennen hier und alles Mögliche, die latest News praktisch die ganze Zeit verfolgen. Unter Umständen auch gar nicht wissen, was Snapshots sind und so. Das müsst ihr auch alles gar nicht. Nur dann wundert ihr euch natürlich, warum ich schon teilweise hier mit so, ja, so Sachen machen kann mit diesen Halbsteinen hier, die ihr nicht machen könnt. Da müsst ihr euch eben nicht wundern, das hat was mit dieser Spielversion zu tun. Ich habe so eine neuere Testversion halt drauf. Die nennt man so Snapshot. Und empfehle ich euch nicht zu spielen, wenn ihr normale Minecraft-Spieler seid. Lasst die Finger von diesen Snapshots, weil die sind gedacht für, ja, so Freaks wie mich oder auch so Entwickler von Plugins und solchen Geschichten. Ich hab schon wieder nicht das passende. Na, das ist aber auch wieder was mit mir. Und ja, das ist, verrät halt immer unwahrscheinlich viel. Jede Woche kommt halt dann so eine Kleinigkeit hinzu. Und man hat gar nichts mehr, worauf man sich wirklich noch freuen kann. Ich freue mich lieber so auf so eine Vollversion, ne? Und hab dann da meinen Spaß mit. Ach so, wie mache ich denn die Wand hier? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich lasse mal jetzt hier auch am besten noch eine Lücke. Deswegen, also ihr verderbt euch dann viel Spaß mit, wenn ihr nur so normale Minecraft-Spieler seid. Natürlich will man immer mal auch die neuesten Features so mal direkt dann auch testen, ne? Aber macht das lieber nicht, ey. Das versaut einem echt den Spaß so ein bisschen. Ist so meine Einstellung dazu. Ich gucke da immer nur ganz kurz rein, wenn mich was interessiert und dann schnell wieder weg und am besten wieder vergessen. So die Lücke lasse ich jetzt mal hier. Weil ich da, glaube ich, öfters mal hoch und runter touren muss. So, und jetzt bin ich eigentlich auch schon auf der richtigen Höhe endlich.
ich das mal so. Genau. Genau. Dann kommt hier nämlich noch, bis wohin ziehen wir denn dann? Ja. Dann haben wir hier dreier breite Holz. Ach so. Ach so, ich wollte ja da gar kein Tropenholz nehmen, weil ich ja schon die Fahrspur. Als Tropenholz gemacht habe. Das nehmen wir dann lieber für Deckenverkleidung und so Sachen. Ich soll ein leichter Kontrast sein. So. Plop, 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 plop. Hol ich mal eben auch noch das Zeug, was runtergefallen ist. Soll er jetzt hier nicht zu schludrig werden. Die Ecke hier, die ist aber auch noch nicht so richtig schön. Lassen wir uns die mal noch ein bisschen beseitigen. Was macht unser Gras? Oh, dieser letzte Sprung, der ist. Ich habe extra mal noch eine Fackel hingestellt. Blödes Wetter auch jetzt, ne? Vielleicht baue ich doch noch eine zusätzliche Rampe hier runter. Schade, dass das nicht auch noch durch diese Ranken befruchtet wird, ne? Das ist... Ach ja, was soll's, was soll's. Stellen wir uns mal lieber noch ein paar normale Wooden Planks her. Und dann machen wir hier mal einfach noch so ein bisschen. So. Das reicht wahrscheinlich schon. Die tun wir erstmal wieder ein bisschen weg. Verstopft uns nur alles. So, weiter geht's. Düster ist es. Ja, da werde ich auch schon gleich mal ein paar Kürbisse holen, glaube ich. So, jetzt zeig mal her. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, das musste wieder passieren. Ich habe förmlich darauf gewartet, dass ich wieder daneben klicke oder zusätzlich klicke. So. Andere Seite auch direkt. Ah, und dann wird es aber wirklich Zeit, dass ich mir mal meine Sachen hole. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Muss ich machen. Ist auch mal ganz gut, nach so ein paar Arbeitsgängen mal wieder was anderes zu sehen. Ah, das ist aber cool jetzt. Da kommt man hier so angefahren. So tuff, tuff, tuff mit der Eisenbahn. Tü, 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 hu, hu, na? Und steigt so aus und sagt, ach, falsche Seite, muss ich ja da hinten rumrennen. Ah ja, hier sollte man schon noch so ein bisschen lang gehen. Guck mal so. Wenn das dann hier der Startblock wird. Ja, dann bauen wir natürlich auch noch einen schönen Mechanismus rein, so mit Knopf. Ja. Hier noch eine Nebenkammer irgendwie. Pfah. Oder ein Wald oder sowas. Da könnte ein Wald gut reinpassen. Weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Die Ecke ist auch nicht gut. Die kann auch weg. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das ist alles noch völlig schmuddelig. Ich weiß nicht. Habe ich mal einfach geguckt, wie man jetzt auch so einen Abzweig so noch stufenmäßig da so reinbringen kann. Ne? Die lassen sich ja gut laufen. Der ganze Strumpels hier. Was ist denn dahinter? Jetzt kommt da Lava entgegen oder irgendwie sowas. Monster Spawner. Ach, der nervige Zombie übrigens aus der letzten Folge, den habe ich abgeknallt. Ja, der stand hier direkt über den Wolken. Also Lampe. Kohle. Die nehmen wir doch gleich mal mit, die Kohle. Ich habe zwar schon Unmengen Kohle, ja, ich habe auch letztens ganz viel nach diesem Ausflug auf diese Insel, wo ich dann ganz viel Holz geerntet habe. Da habe ich danach ganz viel Holzkohle hergestellt. Da können wir so richtig schön verprassen. Nein, der Zombie, der stand direkt da über unserem Rundgang da vorne.
Wenn die Kohle jetzt auch mal irgendwie vorbei wäre, ja, dann könnte ich euch das auch mal zeigen. Aber so tut sich mal wieder ein schöner Raum auf. Ist ja auch was Schönes. Na? Da ist auch schon wieder oben. So, aber hier muss auch wieder eine Lampe rein. Sonst spawnt es hier. Und das wollen wir nicht. So, hier oben. Da direkt auf dem Vorsprung. Da stand er die ganze Zeit. Okay, pass auf. Schauen wir mal. Hier kann man auch einen Durchgang machen. Boah, Gras ist jetzt gut. Kannst jetzt weiter wachsen. Ich weiß, dass das geht. So, der Raum ist sehr schön. Diese Wölbung, das könnte hier schon so ein kolossaler, so eine, ein Boulevard oder so werden, ne? Der so schön da so runterführt. Wo geht's da nochmal hin? Nervig, das Wasser. Ja, die Quelle, die sollten wir vielleicht auch mal dann wieder so belassen, ne? Also dann irgendwie die Originalquelle so halten. Da was draus machen. Ach, hier war eine Sackgasse. Och. Ich dachte, es ging hier noch irgendwie richtig weiter. Naja, nu, man kann nicht alles haben. So, wollen wir mal sehen. Schwupp, schwupp, schwupp. Immer wenn ich grün sehe, erschrecke ich mich erstmal, ne? Ah, das sieht aber interessant aus hier mit diesen. Das sieht aber interessant aus hier. Warte mal, da habe ich gerade so eine kleine Idee. Ah, ist natürlich kein Schönstein dabei, ist ja klar. Aber den können wir lassen. Aber hier einen habe ich, glaube ich, noch. Genau. So, ha. Ah, und dann noch da so einen rein. Okay, hier müsste dann wieder Schönsteinsziegel, habe ich den schon wieder. Ach, da ist er doch. Ja, ihr lacht euch natürlich immer kaputt, ich weiß das, ne? Also nach dem Motto, ey, ist ja blind, ne? Wenn ich zum Beispiel, wie letztens, da habe ich dann irgendwie im Inventar geguckt und wollte eine Tür, brauchte eine Tür und habe das Inventar geöffnet oder eine Kiste oder sonst was, habe ich gerade keine Tür da, ich habe keine Tür da, habe ich dann gesagt und dabei war da eine Tür, ne? Ich habe die nicht gesehen und die Leute, die. Also ihr praktisch, ihr lacht euch dann immer kaputt, weil ihr das im Video, klar, beim Videoschneiden sehe ich das dann auch. Das ist dann das Lustige dabei. Ihr denkt dann immer, ne, der kann ja nichts, ne? Ihr seid auch nicht besser, ihr müsst euch nur mal filmen, ne? Da werdet ihr erstmal dann merken, wie viele Dinge ihr nicht seht. Auch hier so Zombies um die Ecke und so oder irgendwie, keine Ahnung, ne? Irgendwas. Den richtigen Weg und solche Geschichten. Manchmal sieht man es beim Spiel einfach nicht und das erkennt man erst, wenn man sich auch selber mal filmt. So, und das fand ich jetzt irgendwie cool hier oben, so diese Form, ja, die sieht so kultig aus, irgendwie so. Ich weiß jetzt, hier habe ich gerade geguckt, wie man das jetzt hier um die Ecke noch fortführen könnte, aber es geht jetzt sehr schlecht. Da hoch weiß ich schon, da geht es in eine Sackgasse, aber hier könnte der Weg mal weitergeführt werden. Zumindest bis hier. Das ist ja praktisch auch ein Hauptweg, der nach oben führt. Ach, und ich glaube, da oben war noch ein Gang in die andere Richtung. Und da war dann auch diese Netherhöhle. Also, wo das spätere Nethergate hin soll, unser zweites. Von dem ich dann inständig hoffe. Ich spreche jeden Abend meine Gebete diesbezüglich. Dass es uns dann auch an eine Stelle im Nether führt, die weit, weit weg ist von unserer ersten. Und dass wir möglichst auch nochmal irgendwie ein Stronghold finden oder sowas. Weil ich nämlich ja immer noch keine Netherwanzen habe. Erstmal habe ich damals ja, das war so, ich glaube, um die Folge 30 oder so, wenn ihr euch wieder Lust habt, bis ihr auch noch auf dem Nether, dann guckt ihr mal da so ein bisschen zurück. Sehr lustig. Da habe ich nicht nur ein paar Folgen gedreht im Nether, sondern auch dann stundenlang, weiß ich noch, alleine drin gespielt, um mal so eine verflixte Burg zu finden, so eine Netherburg da, ne? Mein Gott, das war vielleicht ein Akt.
Ich habe da Tunnel gebuddelt und ach, das war unglaublich. Ja. Aber letztendlich habe ich dann auch eine Burg gefunden. Und dann haben wir sogar noch eine Abkürzung, einen richtig coolen Weg, einen richtig coolen Tunnel. Habe ich die Koordinaten ausgemessen, einen richtig coolen Tunnel gebaut. Ich war auch zwischendurch jetzt hier nochmal in der letzten Drehpause, hier vor der letzten Folge. Da war ich auch nochmal im Nether da. Da haben wir natürlich auch eine Blaze, so ein Grinder da, ne, für die XP-Punkte. Ich war auch schon zwischenzeitlich wieder auf Level 20, bin dann, ja, tot gemacht worden. Das geht nicht mehr mit dem Gras. Nun komm doch mal wieder, Tag. Hab dann wieder mein Level verloren, war wieder auf 5. Bin dann nochmal dahin, hab nochmal ein bisschen gefummelt, war nochmal in der Skelettfalle und letztendlich, wie geht's denn jetzt hier weiter? So, ne? Soll ja nicht zu breit werden jetzt. So. Vielleicht so, ah, vielleicht doch ein Dreier dann jetzt hier. Wenn der Weg nur mal so breit ist, dann machen wir das eben so. Ja, nur wie gesagt, dann hatten wir dann wenigstens eine Burg gefunden. Blöderweise waren in der ganzen Burg, die auch relativ groß ist, also ist schon stattlich. Kann man so sagen, also keine Netherwanzen. Ne, diese roten Dinger. Boah, wirklich sehr ärgerlich und ich könnte noch nie hier Tränke brauen. Ich könnte das sowieso nicht. Müsste ich mich erstmal befassen. Ich brauche die auch nie. Irgendwie. Habe ich noch nie so. Ja gut, müssen wir halt mal machen, ne? Aber bisher bin ich eigentlich mit jeder Situation in Minecraft noch halbwegs gut oder schlecht, je nachdem, zurechtgekommen. Allgemein, sag ich so ein bisschen. Das war eine hübsche Sache mit diesen, ja, mit diesen Elementen, die versucht haben, aus Minecraft so ein richtiges Adventure-Rollenspiel-Fantasy-Teil zu machen. Ja, das alles sehr schön, aber viel zu schwer gewichtet. Das hat mit Minecraft gar nicht so viel zu tun. Ich möchte lieber bauen. Und diese Spannung vom Entdecken haben und so ein paar böse Mobs und so, ne, das ist aber schon alles okay. Das wird, das Minecraft wird niemals ein zweites Elder Scrolls oder sowas. Ne, das können die sich von der Backe putzen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, wenn da so viel Entwicklungszeit reingesteckt wird für Dinge, die eigentlich aus meiner Sicht nur so nebensächlich sein müssen. Was ich mir jetzt wünsche für die Zukunft, für Minecraft, ist einfach mal wieder so ein richtig fettes, also wirklich richtig fettes, um alle Ecken und richtig, also richtig fett, ja, so ein Content-Update, wo so richtig viele, also richtig, ihr versteht mich schon, neue Spielinhalte reinkommen, neue Blöcke, neue Rezepte ohne Ende, neues Redstone-Elemente, was weiß ich alles. Ey, das gibt so viele coole Sachen, die man noch machen kann, die man wirklich dann craften kann und halt, wie eigentlich sich gehört, craften, zusammenbauen, abbauen, zusammenmischen, hinstellen wieder, ne? Und naja. Das würde ich mir jedenfalls sehr doll wünschen. Ach, guck mal, den habe ich doch hier falsch gemacht, oder? Den habe ich mir doch jetzt hier. So, pass auf. Jetzt lasse ich mal das Gras Gras sein und ich renne jetzt einfach mal nach vorne. Ich weiß, der Weg ist relativ weit. Ja, komm, lauf mal ein bisschen. Ja. Wie ich den Tunnel hier mache, weiß ich auch inzwischen noch immer nicht. Also, den lasse ich erstmal bis zum Schluss jetzt so noch. Bis ich dann halt eben eine Idee hab. Oder mal Lust, mal so ein bisschen zu tunneln, ne? Ui, bin ich schon außer Puste. Boah, schon zwei Koteletts da oder zwei Hammelkeulen verbraucht. Ja, eine Karre habe ich schon mal auf die Schienen gestellt. Können wir natürlich überhaupt noch nicht gebrauchen. Ich habe meinen ganzen Mist noch irgendwie in der Ponderosa liegen und
Das muss ich jetzt auch wirklich mal machen, damit wir dann hier auch wirklich uns mal voll konzentrieren können auf dieses Projekt, ne? Weniger Zeit hierfür, ja, mehr Zeit für Craften und Bauen, ne? Der muss natürlich erstmal mein Zeug loswerden. Ah, Entschuldigung. Meine Stimme kratzt, ich muss sie mal was ölen. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Jetzt muss das mal hier alles wegräumen, so ein bisschen. Nee, das ist da eigentlich falsch. Ah, siehst du, ich brauche noch so eine schnelle Kiste, nenne ich die immer, ne? Wo man einfach alles reinschmeißt, was gerade weg muss. Komm, alles weg hier. Das kann alles weg. Ich will doch nur mal eben kurz. So, Nahrung soll ich natürlich noch mitnehmen. Ein bisschen Dirt ist immer gut in der Tasche zu haben. Das brauchen wir jetzt nicht so doll. Das ist okay. Das ist alles okay. Auch noch nicht mal das zweite Schwert brauche ich jetzt. Weil ich jetzt. Habe ich hier noch eine kleine leckere. Ja. Zwei Äpfelchen. So, dann esse ich mal einen Apfel. Obwohl, das hätte ich ja erstmal gucken können, ob überhaupt Tag ist und ob ich los kann. Es jetzt gerade Nacht ist. Oh! Siehe an! Was ist los? Was ist los? Gehst du auf oder gehst du unter? Sie geht auf, die Sonne. Das ist ja perfekt. Leute, das ist ja perfekt. Nicht immer die Nase einklemmen. So, dann rennen wir nämlich einfach mal los Richtung, ja, vor dieser lustigen neuen Strecke, die ich da entdeckt habe, zufällig. Plötzlich kam mir die Gegend bekannt vor und habe ich gedacht, Moment, ne? Und ja, hier habe ich noch ein bisschen diesen Brunnen letztens ausgebaut noch. Ein bisschen, ja, vielleicht könnte man hier mal auch so einen Weg machen. Wäre vielleicht auch mal ein Projekt. Relativ befestigt ja hier nur so grob solche Beleuchtung hingestellt als Orientierung. Aber könnte man natürlich so machen, dass man wenig hüpfen muss und so. Das ist immer eine Erleichterung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal da vorne durch unseren. Ah, das ist ja auch eine schöne Gegend hier. Da hatte ich auch mal vor, irgendwas drauf zu bauen. Ja, aber guck mal, wo will man überall noch was bauen, ne? Außerdem ist das hier viel zu hell. Das ist ja Tageslicht. Ja, das ist ja, kannst du ja vergessen. So. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass unser Gras nicht weiter wächst, wenn wir jetzt da nicht sind. Aber gut, was soll's, das wird schon irgendwann mal gewachsen sein. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den Weg finde. Das ging eigentlich relativ noch geradeaus. Ah, wo, da ist ja wieder ein Leuchtepfosten. Richtig, und dann musste ich hier durch diesen Dschungel laufen. Da ist der nächste Leuchtpfosten. Hier seht ihr auch, dass ich auch mal ein paar Bäume gefällt habe. Das liegt dann da alles noch. So. Aha. Gut. Und dann würde ich euch sagen, ja, in der nächsten Folge sind wir mal gespannt, ob ich auch ankomme. Da ist wieder ein verdächtiger Baum da oben und auch ein Leuchtfeuer. Ach ja, genau, diese schöne Stelle, die habe ich mir gemerkt. Das war so eine enge Wasserstelle hier, so eine enge Flussstelle. Es ist gar nicht mehr so weit, aber trotzdem sage ich jetzt erstmal Tschüss. Die Folge ist ja schon zu lang, ist ja viel zu lang. Alles schon eingepennt. Außerdem muss meine Kehle mal geölt werden. Ich habe schon Kratzen im Hals hier. Und ich glaube, da, wo der Wald ist, da muss ich hin. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut bis dahin. Tschüss.